Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier mit einer neuen Folge TPT React. Zwar zu den neuen schwarzen Magier-Karten. Haben die wieder mal ein bisschen Support bekommen. Hab gehört, die sollen nicht schlecht sein. Endlich. Es gab ein Blue-Eyes-Deck, es gab Magier-Deck. Aber auch. Endlich, ja. Was hattet ihr als erstes? Kaiba oder Yugi Structure? Yugi. Ich hatte auch Yugi, Mann. Immer Yugi. Schwarzer Magier, zu krass, oder? Ja, aber Blue-Eyes war doch am Schluss doch stärker. Den gab es nur dreimal auf der Welt. Ich hatte einen davon. Erste Karte. Ein Exit Level 7 Dark. Man braucht zwei Spellcaster Monster Level 7 und Dark. Nein, nein. Nur zwei Level 7. Ach so. Er selber. Ah, okay, 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 sorry. Wenn diese Karte Materialien hat, kann man. Das kann man schlecht machen. Kann man eine Schnellzauberkarte oder eine Trap Karte von der Hand während des Spiels des Gegners aktivieren? Und da muss man halt eine Karte detachen. Gar nicht so schlecht, oder? Weiß nicht. Eventuell. Sind wir ruhig jetzt. Und wenn diese Karte durch einen gegnerischen Effekt zerstört wird oder durch Kampf und in Filter gelegt wird, kannst du einen schwarzen, eine schwarze Magier, nee, eine schwarze, wie heißt eine Hexer, von einem Deck oder von einer Hand spezial beschwören und dann kannst du eine Karte auf dem Feld zerstören. Wird schon interessanter. Mal schauen, ob man das kombinieren kann mit den anderen Karten. Ansonsten haben wir hier ein Effektmonster Level 7. Und was kann das? Auch Hexer. Okay, you can only activate once and three effects once per turn. Also du kannst eins und drei gleichzeitig, also einmal pro Spiel zu aktivieren. Und der erste Effekt ist, wenn man eine Zauberkarte aktiviert, in den gegnerischen Zug. Oder Fallenkarte. Oder Fallenkarte. Dann kann ich ein Monster Special von der Hand. Also kann ich ein Monster von der Hand specialen, ist okay. Nein, du kennst Special Summon Discard from your hand. Achso. Ja, okay. Also wenn man eine Zauberkarte aktiviert oder so, kann man also einmal Zauberkarte oder eine Fallenkarte aktiviert im gegnerischen Zug, kann man ihn von der Hand specialen. Und zweiter Effekt ist, if this card reads Dark Magician oder. Ja, wenn es auf Monsterzone liegt, dann ist es Dark Magician. Dann dritter Effekt ist, wenn diese Karte offen auf dem Feld liegt und wenn ich eine Zauberkarte oder eine Fallkarte aktiviere, dann kann ich einen Dark Magician im Grave ziehen und ihn beschwören. Also an sich Level 7, ich weiß nicht, ob es so gut ist. Sonst hört sich schon nicht schlecht an. Also du kannst auf jeden Fall immer specialen, also daher kriegt man ihn auch schnell raus. Ja, wenn der Sense gut macht. Also ich finde es schon gut. Eine Zauber- oder Fallkarte aktivieren und dann kannst du ihn specialen. Aber Magician kriegst du. So, kommen wir zur nächsten Karte. Level 2 Dark Hexer. Man kann den Effekt, den ersten und zweiten von diesem von dem Monster nur einmal pro Runde aktivieren. Während des gegnerischen Spielzugs kann ich eine Zauber- oder Fallenkarte abschmeißen und dann kann ich einen Dark Magician von meinem Deck spezial beschwören. Und wenn ich im gegnerischen Zug eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviere oder den Effekt aktiviere einer Zauber- oder Fallenkarte, kann ich, und diese Karte befindet sich in meinem Friedhof, kann ich diese Karte beschwören, aber sie würde dann entfernt werden, wenn sie das Feld verlässt. Auch kein schlechtes Monster. Jetzt schon was anstellen. Kommt der nächste Magicians, Level 3, da. 1-6 Angriff ist okay. You can only use 1 und 2 Effekte, also 1 und 2 jeweils wieder einmal pro Runde. Und erster Effekt ist, wenn diese Karte normal beschworen wird, kann ich eine Spell oder Trap mit Magicians in den Kartentext von Deck auf die Hand suchen. Und zweiter Effekt ist, wenn man eine Spell oder Fallenkarte aktiviert, egal welchen Zug kann man, und diese Karte sich im Friedhof befindet, kann man ein Spellcaster Monster, also Typ Monster,
Tributen und diese Karte vom Friedhof auf die Hand holt. Klingt nicht schlecht. Kann man schon was damit anfangen. Nächste Karte. Das kommt mit Continuous Spell, also eine zauberhafte Zauberkarte. Eine zauberhafte Zauberkarte. wieder kann man nur einmal pro Runde die Effekte jeweils aktivieren. Und this card is activated. Look at the deck. Ich kann einmal pro Runde die obersten drei Karten von meinem Deck mir anschauen. Wenn eine Karte irgendeine Spell oder Trap mit dem Namen eines Dark Magicians in den Kartendeck hat, oder Dark Magician Among the Lost Card, kann ich sie revealen, also kann ich sie vorzeigen und dann kann ich sie auf die Hand nehmen und die anderen beiden Karten kommen zurück ins Deck. Also ein Sucher sozusagen, ja, für Zauberer Fallen. Ja, und wenn ein Dark Magician normal oder spezial beschworen wird auf meine Seite des Feldes, kann ich eine Karte auch von meinem Gegner, was mein Gegner kontrolliert, wählen, also ziehen und sie dann entfernen. Schon echt heftig. Schon echt krass. Nicht schlecht. Zweite Stellzauberkarte, Illusions Magic. Ich kann sie einmal pro Runde aktivieren. Ich kann ein Dark Spellcaster Typ Monster tributieren. Und ich darf dann bis zu zwei Dark Magician von meinem Deck oder vom Grave auf die Hand holen. Eigentlich nicht schlecht, Schnellzauberkarte, macht immer plus 1. Ja. Schon nicht schlecht. Ja. Vor allem sind ja eh alle Spellcaster, also daher. Nein, Dark Magicians kannst du holen. Ja, und die sind doch alle Dark Magicians. Ja, Dark Magician. Ja, ja. Kartentext. Zwei Dark Magician, ja. Ja. Also zwei Dark Magician Karten, also da steht nichts mit also jetzt, nein, keine Monster oder so. Da steht einfach zur Zeit bis zu zwei Dark Magician. Ja, das sind ja alle Dark Magicians. Ja, aber ich glaube, das sind. Achso, du meinst die hier, oder? Ja, ja, wenn Dark Magician ein Dings ist, die heißen die Zauberkarten heißen ja auch Dark Magicians. Nein, ja. Die heißt Dark Magic. Zum Beispiel. Wo? Was so? Das ist Dark Magicians. Nein, ich glaube, du kannst den nur den Ding oder so. Dark Magic Circle heißt die. Ja, ist Dark Magic, aber da steht zwei Dark Magician. Okay. Also ich glaube, das bezieht sich auf das Monster. Ja, auch. Zum Beispiel Dark Magician und Dark Magician Girl zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, sowas. Ja, kann sein, okay. Auf jeden Fall nicht schlecht, vielleicht aber Karte kommt ja. Mal unchained. Ich denke, man kann so ein bisschen ein paar Faxen damit machen. Hier gibt es eine Fallenkarte, eine normale. Das ist eine Fallenkarte, das wäre Ritual. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, was ist Special Summon One, my Dark Magician from the Hand, and Special Summon One. Geil, muss ich schlecht, ja. Man kann einen Dark Magician, also wenn man sie aktiviert, kann man einen Dark Magician von der Hand spezial beschwören. Und dann kann man einen Level 7 oder Lower Dark Spellcaster Typ Monster vom Deck beschwören. Oh, das ist nicht schlecht. Geil, muss ich schlecht sein. Also man deswegen halt, man sucht sich Dark Magician, ja. Kann man die aktivieren, weißt du, oh, halt, das sind so ein paar Kombos wahrscheinlich. Ein paar Faxen. Ja, der zweite Effekt, if you control Dark Magician, exakt. Ja. Wenn ich einen Dark Magician kontrolliere und wenn diese Karte jetzt nicht in dem Zug auf den Friedhof gelegt wird, kann ich sie entfernen. Und dann kann ich eine offene Zauberer-Fallenkarte, die mein Gegner kontrolliert, negieren und bis zum Ende des Spiels negieren. Also ja, nicht so relevant. Vielleicht für Cosmo Town oder. Das war's? Das war's auch schon. Das war's ja, euer Eindruck? Ich finde schon sehr echt interessante Karten, besonders die Monster. Ich denke, man kann ein bisschen was damit anfangen. Ja, man muss sich immer ein bisschen drauf ein... Vergleich zu Blue Eye Support? Ich glaube, Blue Eye Support ist besser. Ja, das ist, es ist explosiver. Es ist, ja, ich denke, dass es stärker ist. Wobei, das habe ich jetzt noch nicht in Action gesehen und ich habe mich auch noch nicht wirklich damit befasst, aber klingt auch sehr interessant. Wir werden sehen. Auf jeden Fall immer gut für Fans. Ja. Schwarze Marke hat immer Fans. Auf jeden Fall. Holt euch ein paar an, spielt es, testet es. Falls ihr habt Spaß. Irgendeine Deckliste ja, davon Mann. Habt, wie immer, könnt ihr posten. Genau, falls ihr eine Idee habt zu dem Deck oder irgendwas, ja, teilt es uns mit. Wir würden es auch gerne testen, spielen, gucken, wie das spielbar ist. Ja. Auf jeden Fall macht es, sagt mir, das macht immer Spaß. Danke euch. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an.
Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.